Da hinten müssen wir lang. Da können wir jetzt aufschließen mit unserem neu erworbenen Schlüssel. Mhm. Ist hier noch irgendwas? Was ist das denn? Spa Service. Das sieht aus, als ob ihr das Genick brechen möchte mit den Händen. Das sieht nicht freundlich aus. Okay, wir gehen mal hier durch. Sicherheitskarte wird entfernt. Ganz genau. Untersuche Mercers Quartier. Wo ist das? Ziel verfolgen. Es ist eine Stufe unter uns. Gehen wir direkt hin. 3 Schuss nur noch dafür. Uiuiui, es ist nicht gut. Wir müssen ein bisschen mit der Ripper arbeiten. Oder mit dem Lasergewehr. Naja, eher Ripper. Don't 60 it alone. Keine Ahnung, was heißt. Immer noch nicht. Zentraler Nexus. Ich hab den Schalt gebaut. Huch. Sie werden niemanden mehr verletzen. Oh, das ist Dr. Mercer. Wie es scheint, sind Sie jetzt nicht mehr von Nutzen. Ich lebe noch, Mr. Clark. Und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Mercer, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Nicht in der Form. Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Schade. Oh oh. Tu's nicht. Er tut's. Nein! Scheiße, Vater! Eieieiei. Ein langsamer Tod in der Stase. Oh mein Gott, nein. Wohin kann ich? Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwas machen? Weg, weg, weg. Wir sollen entkommen, oder was? Ich baller mal auf ihn los. Das hat nichts gebracht. Da ist der Marker, das sehe ich ja jetzt erst. Was ist das Ziel? Untersuche Mercers Quartier. Klar. ich gehe weiter mit dem Laser auf ihn. Es bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Ja. Was nun? Ich sollte mich umsehen. Da oben leuchtet was. Mal gucken, was das bringt. Oh.
Noch hat das nichts gebracht. Vielleicht müssen wir mehr von den Dingern finden. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt, gegen ihn zu kämpfen. Aua. Ich glaube wirklich nicht dran. Alter, wo kann ich denn jetzt noch draufballern? Oh, ich kann jetzt abhauen hier, oder was? Zum Speisesaal. Ist das der Weg, den ich nehmen muss? Okay. Chains Stimme war das. Entkomme dem Jäger. Alles wird wieder genau wie vorher. Mhm. Ziel aktualisiert. Was? Was? Was passiert hier? Räume den Weg zum Shuttle frei. Was war das denn jetzt? Mercers Quartier. Kann ich da jetzt hin? Ich kann wieder zurück. Geht das? Wenn das geht, würde ich das gerne tun. Dann schaue ich mir das in Ruhe mal an. Da war ja noch ein bisschen was, was wir untersuchen konnten. Oh ja, da kommen wir jetzt durch. Ich hoffe, das Vieh ist nicht noch hier. Es sieht nicht danach aus. Wow. Okay. Na gut. Freigabe bestätigt. Ja, damit. Laserkanone, perfekt. Genau, was ich brauchte. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir auch denken können, dass es nichts bringt, gegen ihn zu schießen. Ich war hilflos. Wie immer. Wie immer war ich einfach hilflos. Das Quartier von Mercer. Wo ist das denn? Oh. Wie kriege ich das denn weg? Wie bekomme ich das denn weg? Zerstöre die Ranke in den Standardquartieren. Den Weg zum Shuttle. Wahrscheinlich kriegen wir dann auch hier den Weg hier freigeräumt. Kann das sein? Davon gehe ich mal jetzt aus. Oder kann man das trotzdem von hier irgendwie... Ich gucke nur mal ganz kurz. Ich sehe keine Ranke oder keine Knorpel, die so hell aufleuchten, dass man vielleicht drauf schießen könnte. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, wenn wir dieses Ding da zerlegt haben. Unser Ziel. So. Ist hier? Hier ist auch nichts. Diese Aufgabenstellung auf dieser außerirdischen Sprache. Außerirdische Schriftzeichen, das war ein bisschen besorgniserregend, oder? Warum stand das da? Wieso? So, hier müssen wir wahrscheinlich rein, ja. Ich schaue erstmal hier. Ja, guck mal, da hinten ist noch so ein Medipack. Und wir werden bestimmt ohne Probleme dieses Medipack einsammeln können. Aber tatsächlich... Standardquartiere. Keine Energie. Hm. Was? Leichnam? Es tut mir leid. Ich glaube, unser guter Isaac dreht langsam komplett am Rad. Aha.
Wer redet denn da? Du redest doch mit uns. Es tut mir alles so leid. Was tut euch denn so leid? Oh mein Gott. Danke. Mhm. Oh mein Gott, ey. So, wo ist der Knorpel, der hier alles zusammenhält? Kann ich den von hier sehen? Kann ich nicht. Wir nehmen mal den Aufzug. Auch wenn mir das überhaupt nicht gefällt. Was? Oh mein Gott, nicht ihr schon wieder. Alter, lauf. Lauf. Okay, so jetzt aber. Darf ich hier mal durch? Bitte? Oh mein Gott. Keine Munition, dann lad doch nach, Mann. Verdammt. Oh, sind die ekelhaft. Oh. Sag mal, lebst du noch? Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Obwohl das sehr komisch aussieht. So. Okay, so, Leichnam. Der Leichnam redet immer noch mit uns. Was haben wir denn hier Schönes? Für die Laserkanone. Sehr, sehr nice. Und wir haben hier eine Werkbank und einen Shop. Ich gehe erstmal zum Shop. Oh. Was gibt's Neues? Level 5. Für 60.000. Wir haben gerade mal 15. Das ist nichts. Oh. Das verkaufe ich schon mal. Wir werden sowas von sparen müssen, um das zu bekommen. Verkaufen. Ich verkaufe einfach alles, was wir nicht brauchen. Was ich eh nicht nutzen werde. Dann aus dem Lager diese ganzen Stase-Dinger. Das brauche ich auch nicht. Wie viel haben wir jetzt? Knapp 40.000. Ist immer noch nicht so viel, ne? Scheiße. Mehr ist halt nicht drin. Mehr ist nicht drin, leider. Ich hätte vielleicht ein bisschen sparen sollen. Oder ihr gebt mir ein bisschen mehr aus euren Taschen, ihr Knauser. Okay, Anzug, ja, ich warte. Ich warte, bis der Anzug hochgelevelt ist und dann hau ich da für Trefferpunkte natürlich den Anzug nach oben. Wo ist denn jetzt diese Ranke, dieser Knorpel, den wir abschießen sollen? Ist der hier drin? Mhm.
Danke. Oh, hier ist noch ein Knoten. Nice. Und eine Sackgasse. Was? Komm her. Oh mein Gott, der springt doch mal auf uns los. Credits sind immer gern gesehen. Egal wie viele. Ich glaube, ich speichere mal gerade ab. Was? Red weiter. Patient Isaac Clark. Symptome: Manie, Wahn, Gewalttätigkeit. Okay. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Der Kummer? Oder die Schuld? Welcher Kummer denn? Ich weiß nicht, wovon er redet. Er redet gar nicht mehr. Okay. So, hier gibt's Stuff hoffentlich. Ein bisschen Plasma Energy. Oh, ein scharfer Gegenstand. Das sollte ich mir merken. Tue ich eh nicht. Ist die Stase, also kann man hier aufladen. Warum brauche ich die Stase dafür? Noch mehr Stase. Mehr ist das nicht hier? Wohl nicht. Wir müssen da hinten lang. Oh, kann man das Zeug wegräumen? Kann man. Oh. Interessant. Da hätte ich ja gar nicht geguckt jetzt. Trotzdem gucke ich erstmal hier, was das hier ist. Zum Speisesaal. Na, was gibt's denn hier Schönes? Ist keine Energie drin. Wir brauchen eine Batterie, wie es aussieht. Ja, gut. Hat sich schnell erledigt. Aber immerhin wissen wir brauchen eine Batterie hier. Für den Speisesaal. Und die bekommen wir höchstwahrscheinlich dort hinten. Hier. Im Standardquartier. Oh mein Gott. Toxische Gefahr registriert. Na okay, das ist nicht schön. Wie komme ich denn jetzt hier... Ich sehe nichts in dieser Soße. Oh, hier ist noch was. 1500. Immerhin, das ist einiges. Ein Textlog hier. Danke, Doktor. Das lese ich gleich. Ich bin gleich tot, Mann. Ist das CO2? Ja, O2, nicht CO2. Oh mein Gott, nicht diese Viecher schon wieder. Wo ist dieses Ding, wenn man es braucht? Wo habe ich das hingeschmissen? Ich Idiot. Da. Man sieht wirklich gar nichts hier. Ah!
war einer. Und ich hoffe, das war der zweite. Ich hole mir mal ein bisschen O2. Denn O2 can do. Wie ja jeder weiß. Alter, wie kriege ich diese Scheiß hier raus aus diesem Zimmer? Ich will in Ruhe alles mir angucken. Na, das ist mal eine lange Sitzung. Oh. Haben wir jetzt wieder... Haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Dampf? Ein bisschen O2? Haben wir nicht. Wer ist das denn? Ist das dieser Regenerator? Das ist er, ne? Fuck. Oh mein Gott. Ich schnapp mir alles, was ich kann. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Okay. Von einer Gefahr zur anderen, Mann. Was ist denn das? Also ganz ehrlich. Schon. Oh. Boah, ist das anstrengend. Waren das alle? Minipark, her damit. Okay, ich glaube, das waren alle. Oh. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Ich glaube, ich muss in diesem Raum noch was machen, oder? Da ist doch bestimmt noch irgendwas. Ey, weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall noch was. Da ist noch eine Tür, Mann. Hä, war hier die Tür eingezeichnet? Hä, ist gar keine Tür eingezeichnet. Hä? Ist das Monster wieder hier? Ich gehe erstmal hier in den Lagerraum. Weil... Hier waren wir noch nicht. Hier würde ich gerne noch looten. Hier haben wir bestimmt noch... Zeugs, was wir mitnehmen können. Und den hier, den brauchen wir natürlich auch. Oh mein Gott. Es bringt mich um, Freunde. Es bringt mich um. Aber wir haben ja noch ein Danke-Doktor haben wir bekommen. Auswählen, ja. Danke, Doktor. Ich konnte es nicht machen. Ich habe so viel Angst vor Blut. Ich sollte zurückgelassen werden. Der Arzt hat verstanden. Er brachte alles in Ordnung. Er sagte, es gäbe Gas, das mir helfen könnte. Er sorgte dafür, dass alle Schläuche angeschlossen waren. Er sagte, jetzt müssen wir nur noch atmen. Und die heiligen Kreaturen werden auch zu uns kommen. Schöne, tiefe Atemzüge. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Danke, Doktor. Danke für alles. Ja, vielen Dank auch. Du Freak. So, ich überlege gerade. Das Ding müssen wir mitnehmen, ja. Aus dem Weg. Ja, alles gut. Du musst hier nur durch. Zum Speisesaal war das, ne? Ja, ist richtig. Komm mit. Ist richtig. Ich hoffe, hier kommen keine Gegners. Aber wie ich das Spiel kenne, kommen mir sowas von Gegners. Ups, daneben. Okay, Moment. Haben wir jetzt hier alles? Ich meine schon, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt. Irgendwas habe ich übersehen. Das ist der Aufzug, ja. Nö, wir haben nichts übersehen. Hoffe ich. In diesem Raum, wo toxische Dämpfe sind, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock zu.
Oh, das Ding ist zugegangen, alles klar. Aufzug. Oh. Der hat uns wahrscheinlich nicht gesehen. Zum Glück. Speisesaal, da ist er doch. Danke, Credits nehme ich. Die brauchen wir. Und zwar jeden einzelnen. Wo geht's hier hin? Okay, hier geht's irgendwo hin, wo wir noch nie waren. Wo muss ich denn hin? Oh, ich muss hier sogar lang. Speisesaal. Ach, hier ist das. Ah, okay. Ah, die ganzen Ranken sind jetzt weg, oder? Vielleicht sind die auch jetzt weg, da wo wir vorher nicht weitergekommen sind, beim Marker. Aber ich denke mal, da kommen wir eh nochmal hin. Zum Marker müssen wir bestimmt nochmal. Denke ich. Wir werden es sehen. Ich glaube, das ist sogar der Weg zum Marker hier, oder? Okay. Hab verstanden. Da dreht jemand durch. Zentraler Nexus. Ja, ich glaube, das ist der Raum. Ja, 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 wir sind richtig. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ist richtig. Perfekt. Wir müssen sogar diesen Aufzug nehmen. Wir kommen auf jeden Fall an dem Büro von Mercer vorbei. Oder an seinem Quartier. Oh, hier. Da möchte ich hin. Kann ich hier irgendwas abballern? Irgendeinen von diesen Dingern, damit alles verschwindet? Hopp, danke. Ich sehe von hier jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Nee. Sollte man irgendwas sehen? Das sieht alles irgendwie danach aus. Vielleicht aber auch nicht. Ich würde gern speichern. Das mache ich direkt mal. Dann können wir jetzt auch weitermachen. Level 2. Chief Steward's Office. Lift to Level 1, Executive Quarters, Deluxe Quarters nach rechts. Wir wollen natürlich zu den Deluxe Quarters. Was denkst du denn? Habe ich jetzt genug Geld? Wahrscheinlich nicht. 42.000 und fehlen noch 18. Das ist gar nicht so schlecht. 18.000 noch. Ich will keine Munition verkaufen. Will ich nicht. Das wäre dumm. Wir werden schon genug finden. Wir werden schon genug finden. Das können wir nicht verkaufen, oder? Unnötige Waffen? Aber ganz ehrlich, wenn ich die nicht nutze, vielleicht sollte ich die nutzen. Vielleicht sollte ich die nutzen, aber meh, ich habe mich jetzt hier dran gewöhnt, an die vier Waffen. Die sind schon ganz gut. Das ist eine ganz gute Kombination. Okay, aber ich sehe von hier, wie gesagt, keinen leuchtenden Knorpel, der uns weiterhilft. Gehen wir weiter. Zu den Luxus-Apartments. Oh ja, das sieht sehr luxuriös aus. Was ist los? Finde das Schatten. Du musst den Singularitätskern. Ja. Isaac. Ich kann, aber sie kann uns nicht hören, ne? Sie kann uns nicht hören. Die Arme, ey.
Crew Deck B. Schön. Ist hier vielleicht irgendwo ein Knorpel, den man abschießen könnte? Nee. Sehe ich nicht. Okay. Hallo? Na? Ich hasse es, wenn die Türen zugehen. Und wenn es dunkel wird. Komm schon. Leute, beruhigt euch. Warum rennt denn nicht? Er rennt nicht. Nice. Alles okay wieder? Quarantäne aufgehoben. Oh. Mein Gott, ey. Leck mich doch. Weg mit dir. Ich dachte, das wäre irgendwas Spitzes. Falsch. Auch dich nehme ich sehr gerne. So. Munition. Ich direkt mal reinschmeißen in die Waffe. Okay. Was ist das hier? Credits. Klasse. Das sollen also die Luxus-Apartments sein hier. Schäbig. Sehr schäbig. Vor allem diese Anomalie überall. Das sah auf den Fotos aber ganz anders aus. So, okay, was, wohin müssen wir? Da hinten? Ja, da hinten müssen wir hin. Von da kamen wir. Und hier haben wir keine Energie für. Was bist du? Nichts. Hallo. Und obwohl der uns nicht anschaut. Das finde ich ja klasse. War's das jetzt? Das war's. Okay. Oh. Das Rohr nehme ich mal mit. Da kommt bestimmt noch der ein oder andere. Hier niemand mehr? Das sieht nicht danach aus. Oh, hier, guck mal. Ist das der, der sich regeneriert? Willst du mich laxen? Oh mein Gott. Oh. Etwas hässlich. Ihr seid so hässlich, Mann. Danke. Okay, ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Alter, mitten ins Gesicht. Das hat einen Scheiß gebracht.
Ich komm wieder. Ich komm wieder, wenn er weg ist. Oh mein Gott. Fuck, Mann. Muss ich hier lang? Ja. Leute! Ich hab keine Munition für so einen Scheiß. Komm her, du bist der Letzte, oder? War's das? Oh. Wow. Gib mir Munition, Mann. Oder Medipacks, yes. Guck mal, so ein Medipack-Mittel bringt nichts. Fast nichts bringt das. Auf welchem Schwierigkeit spiele ich denn hier gerade? Auf Ultra Violence oder was? Wo war ich denn gerade? Okay, hier kann ich noch nicht rein. Was ist das hier? Ich guck mal, ob ich da reinkomme. Das Monster ist bestimmt noch da, ne? Ist nicht. Umso besser. Können wir uns jetzt in Ruhe ein bisschen umsehen? Du bleibst aber da oben, ne? Bitte. Okay. Jedem das eine, mein Freund. Jedem das eine. Okay, hier ist aber nichts mehr, komischerweise. Hier ist nichts drin, außer ein Medipack. Können wir gar nicht vorstellen. Naja, und halt die Leiche, ne? Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich weiß es nicht. Oh, im Klo, natürlich. Im Klo sollte man sich immer gut umsehen. Da gibt es manchmal Munition fürs Maschinengewehr. Klar. Okay, kann ich mich jetzt in Ruhe umsehen hier? Das wäre ganz nett. Hier liegt doch bestimmt noch Zeugs rum. Gästeberater? Ja, da war ich auch noch nicht. Guck mal, das hätten wir alles verpasst. Was geht denn jetzt? Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Meine Mutter, sie... Octavia? Wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Oh. Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor... Oh mein Gott. Oh, Isaac, es tut mir so leid. Diese scheiß Unitologische Gehirnisch. Hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole? Nicole! Oh mein Gott. Gott, nein. Nicht sie auch noch. Das lief nicht so gut. Isaac? Ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide. Es tut mir alles so leid.
Okay. Isaac dreht langsam auch am Rad. Der hört Stimmen, sieht Dinge hier im Bildschirm. Wahrscheinlich sind die gar nicht da. Credits, gib mir Credits. Okay, wo geht's denn hier hin? Das sieht wichtig aus hier. Waffenupgrade. Für die Energiekanone, die wir nie nutzen, aber hey. Abspielen, ja. Abspielen? Ja. Labor abgerufen. Oh. Nimmt das auf? Ich muss das festhalten. Es ist Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers das Gehirn beeinflusst und wie man... Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Herausgefunden. Mal sehen. Terence Kane hat sie reingelassen. Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter. Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe. Zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Tu ihr nichts. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Sorry. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Natürlich. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Und das ist Isaac. Wirklich sehr gründlich. Und nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Führst du gerade Selbstgespräche? Es wurden keine relevanten Reaktivitäten. Wieder vollkommen. Wissenschaftliche Methoden fertig. Oh. Das war die Nebenmission. Die einzige, die wir noch hatten, ne? Perfekt, sorry. Die Ranke im Vorstandsquartier sollen wir noch zerstören. Ist hier sonst nichts mehr? Oh, warte, ey. Kann langsam nicht mehr reden. Ich meine, okay, hier war ein Waffen-Upgrade. Aber trotzdem, war das schon alles? Voll undankbar. Ich guck mal gerade auf die Map. Wir können hier noch rein und dort noch rein. Das schauen wir uns nochmal an. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere coole Zeug. Oh, hoffe ich. So wie diese Credits. Warum lachst du? Luxus-Ruhekohlen. Oh ja, das sieht nach Luxus aus hier. Puh. Mehr Luxus kann man sich ja gar nicht wünschen hier. Ich hoffe, das hier sind wirklich die Luxuskohlen, weil die haben ja Geld. Die haben Credits. Oh, die lebt noch. Oh. Hi. Alles okay. Natürlich. Sehr gut.
Ja, die Besatzung ist irgendwie durchgeknallt. So ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ist hier noch irgendwas? Kann ich hier noch einen Comic abgrabbeln? Was ist mit dir? Was drehst du denn so durch? So ein Ding hier können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, ich weiß auch schon wo. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Ja, das sieht alles nach Luxus aus hier. Oh, absolut. So, komm mal mit. Dich können wir auf jeden Fall einsetzen. Nämlich hier irgendwo? War das nicht hier? Ah, das war glaube ich, unten. Oder in dem anderen Raum auf jeden Fall. Da gibt es ja auch solche zwei Räume. Luxus-Schichtkohlen. Wie kommt man denn da rein? Hier kommt man rein. Da konnte man das einsetzen. Das mache ich mal gerade. Aber wie wir hier durchkommen? Ich habe keine Ahnung. So, wo ist denn jetzt hier der... Das Ding zum Einführen. War das nicht hier? Oder war das hier drin? Na komm. Ach, hier war das. War das etwa ein Monster gerade? Natürlich. Frag ich überhaupt. Rennen. Der ist weg. Der ist auch weg. Okay. So. Ich glaube. So langsam. Schutzschalter. Wir können Türen oder Lichter. Können wir beides einschalten? Was bringt das, wenn ich hier Lichter einschalte? Es gibt nochmal eine ganz andere Atmosphäre hier, aber die Lichter sind mir egal eigentlich. Was mir wichtig sind die Türen. So, ersetzen. Sind die jetzt geöffnet da hinten? Ja, die sind geöffnet. Okay, perfekt. Oh, okay. Freunde, wir werden beim nächsten Mal hier diese beiden Räumlichkeiten aufsuchen. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Ich bin echt durch, Freunde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.